7 Days. Das ist 7 Days, der Wrestling-Wochen-Flashback. Unsere Themen heute: Cruiserweight-Absturz, ist 205 Live bald Geschichte? One vs. Beast, Lesnars nächste Gegner. Und Rekordtief bei Raw, Inhalt und Quote am Boden. Seven Days, wir sind zurück, es ist Sonntag, es ist sonnig und um dieses sonnige Feeling noch zu untermalen, mal wieder am Start, um die Woche zu besprechen, Christian Bruns, ich grüße dich. Hallo Jonathan, ich grüße dich auch. Christian, du bist ja Deutschlands renommiertester Wrestling-Journalist. Ach ja? Und Power Wrestling-Chefredakteur. Wie ist das heute für dich mit mir, die Wrestling, das Wrestling-Wochengeschehen nochmal Revue passieren zu lassen? Das ist doch ein absolut grandioses Szenario, oder? Das ist heute ein ganz anderes Gefühl mit dir als noch vor 7 Days. Denn wir wissen ja, heute ist es soweit. Wir können sagen, unser Johnny, er hat jetzt Abitur. Ihr wisst alle noch, die langjährigen Verfolger vom Kanal Perkix WWE, als er noch so richtig ein kleiner, pickeliger Junge war. Junge! Und gerade, ne, sich von seiner Mutter nichts mehr sagen ließ, einen eigenen YouTube-Kanal gemacht hat. Und jetzt ist er quasi ein stattlicher Mann mit Abitur. Und dafür im Namen aller deiner Hörer hier auf dem Kanal alles erdenklich Gute. Vielen Dank, Chrissy. Ja, ich habe wohl... Bitte? Bitte. Ich habe wohl in Mathe wirklich... Also die Mathe-Note ist wohl ganz, ganz grauenhaft gewesen. Habe ich einen Punkt geschafft in Mathe. Also quasi... Wie einen Punkt? Das sind 5 Minus. Ja, das ist die 5 Minus. Das ist wirklich, also... 0 hätten es nicht sein dürfen, aber immerhin einer halt so zum Bestehen. Aber für mehr hat es dann auch nicht gereicht. Deutsch war super, Englisch war super. Und der Rest, ja... Kunst war auch super, Rallye ging wohl, aber Rallye ist ja nicht ernst zu nehmen, ne? Also der Punkt, ja, der eine Punkt, den hat man dir doch bestimmt aus Mitleid dann gegeben, weil eigentlich wären es ja wahrscheinlich dann 0 Punkte gewesen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil meine Mathe-Skills sind sehr begrenzt. Ja, die sind quasi nicht vorhanden, also du findest immerhin auf deinem Smartphone den Taschenrechner und damit wirst du dann auch durchs Leben kommen müssen, weil mehr geht da ja allem Anschein nach nicht. Christian, du bist doch auch nicht gut in Mathe, du musst es doch kennen. Ja, ich konnte damals, als ich Abitur gemacht habe, hier in Nordrhein-Westfalen Mathe noch abwählen. Ich hatte dann als naturwissenschaftliches Fach Bio. Und in der Tat, ich war mal irgendwo zwischendrin ganz gut in Mathe, aber das nahm dann rapide in den letzten Jahren ab, weil auch mein Interesse rapide abgenommen hatte. Übrigens, ihr wisst ja, 7 Days ist ein sehr sachliches Format, wo es ums Wrestling geht. Aber da Johnny ja jetzt Abi hat, und es ist ja noch Pfingsten und nichts los gewesen im Wrestling, sind heute Relaxed Rules hier angesagt, richtig? Ja, jetzt ist noch Relaxed Rules, heute Abend dann Extreme Rules. Aber ich meine, das könnte jetzt eine Überleitung zu einem Wrestling-Thema sein, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf ein Wrestling-Thema. Ja, mach doch mal deine Wrestling-Themen, dann kann ich dich hinten raus nochmal kurz zu deinem Abitur befragen, dann können alle, die davon nichts hören wollen, abschalten und brauchen sich dann auch nicht in den Kommentaren zu beschweren. Was ist eigentlich mit deinem Mikrofon los? Was soll damit los sein? Das ist mein iPhone heute. Chrissy heute unterwegs, der ist auf einem Business-Trip. Ich meine, ihr kennt das, Power Wrestling-Chefredakteur. Muss man auch mal die ein oder anderen geschäftlichen Termine außerhalb Deutschlands wahrnehmen. Deshalb heute übers iPhone zugeschaltet und hat sich hier wirklich eine halbe Stunde genommen, die aber auch sehr bemessen ist. Von daher würde ich sagen, fangen wir gleich an mit Extreme Rules. Heute Abend ist Extreme Rules. Christian, gib uns doch mal ein bisschen eine Einschätzung zu diesem Pay-Per-View ab. Und wer wird deiner Ansicht nach neuer Number One Contender auf die Universal Championship, dann bei Great Balls of Fire? Sag mir doch nochmal aus dem Kopf heraus schnell die 5 Teilnehmer. Samoa Joe, Bray Wyatt, Finn Balor, Seth Rollins und Roman Reigns. Wusstest du das auswendig oder musstest du das ablesen? Nee, das wusste ich auswendig tatsächlich. Das sind halt die 5 Top-Guys bei Raw. Roman Reigns hat ja sowohl gegen Finn Balor als auch gegen Seth Rollins nun Einzelmatches gewonnen bei Raw. Wir haben dann noch Bray Wyatt, den ich so generell so ein bisschen außen vor sehe. Der ist ja auch
ja so gefühlt einfach nur so mit dabei. Dann haben wir noch einen Samoa Joe, ist auch so ein Match, was sich viele erhoffen irgendwann mal, Brock Lesnar gegen Samoa Joe. Aber ich glaube ja, eben auch weil Roman Reigns hier schon mal mit den Siegen vorab beschenkt wurde und seine früheren Niederlagen gegen Rollins als auch gegen Baylor, gegen den hat er ja im Sommer letzten Jahres bei Roma verloren, diese Siege zurückbekam. Aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir entweder Rollins oder über Finn Baylor hier als mögliche Sieger sprechen müssen. Oder siehst du das anders? Interessanterweise wird die Monday Night Raw-Ausgabe am 26. Juni in Los Angeles lokal mit einem WWE Universal Championship Match zwischen Brock Lesnar und Bray Wyatt beworben. Es kann also durchaus sein, dass man sich hier sagt, ja gut, mit Bray Wyatt, da gehen wir halt mal. Kann sein, kann ich mir vorstellen, wurde ja auch schon. War ja auch schon mal gerüchtet. Das Ding ist, Chrissy hustet schon, weil er sich denkt, hier Bray Wyatt, den brauchen wir alle nicht. Weil du hast ja auch schon abgeschlossen mit dem Charakter. Ich mittlerweile jetzt langsam auch. Aber kann ja sein, dass es da tatsächlich zu einem Upset kommt und Bray Wyatt dann, obwohl er jetzt nicht zu den Favoriten im Voraus gehört, tatsächlich den Brock Lesnar mal herausfordern darf. Finn Balor ist trotzdem. Seth Rollins war mein Tipp. In der Vorschau, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch die auch gerne nochmal anschauen. Und Finn Balor ist wahrscheinlich auch einer der wahrscheinlichsten. Roman Reigns wird man noch nicht gegen den guten Brock stellen und auch für Samoa Joe ist es wahrscheinlich zu früh, würde ich sagen. Also ich sehe das ja so, eine Paarung Brock Lesnar gegen Finn Baylor, das wäre zumindest nochmal was Neues, was wir noch nicht hatten und was man in Zukunft noch bringen kann. Ob man das dann jetzt schon im Juli bei Great Balls of Fire einfach so rausfeuern will, das mag ich mal zu bezweifeln, wenn man denn schlau ist, weil es gibt ja kaum noch neue frische Paarungen, spart man sich das noch ein bisschen auf. Deshalb ist mein Tipp, der Sieg, ja und Roman Reigns gegen Brock Lesnar, ob man es will oder nicht, scheint ja eher mittelfristig die Perspektive zu sein. Deshalb glaube ich, dass Seth Rollins hier das Rennen macht. Rollins gegen Lesnar hatten wir in der Vergangenheit schon mal gehabt und er kann auch als glaubwürdiger Gegner präsentiert werden für diese Juli-Veranstaltung. Und das ist ja im Endeffekt, wenn man denn so will, ein B-Pay-Per-View dort Anfang Juli in Texas, Great Balls of Fire. Und ich glaube ganz ehrlich, da bringt man dann halt sowas und spart sich dann Baylor gegen Lesnar noch auf. Und ein größeres Match dann sowieso mit Lesnar im August beim SummerSlam. Genau, das ist es nämlich. Erstmal Finn Balor, kann man, ist das wirklich jemand, der körperlich da auch mit Brock Lesnar dann auf einer Ebene glaubwürdig erscheinen kann? Das ist eine gute Frage. Wenn wir die beiden mal irgendwann sehen, wie sie sich gegenüberstehen, dann werden wir schon wohl realisieren, na, da ist aber ein großer Unterschied. Und das wird vielleicht schwierig sein, das ja so glaubwürdig darzustellen, dass man auch glauben kann, ja, der Finn Balor, der kann Brock Lesnar in die Knie zwingen. Aber mal sehen. Mal sehen, der SummerSlam wird wahrscheinlich mit Brock Lesnar enden. Das Universal Championship Match kann durchaus sein, dass das der Main Event des größten Event des Sommers wird. Jetzt ist die Frage, Chrissy, Braun Strowman ist ja jemand, der anscheinend laut WWE-Plänen gegen Brock Lesnar beim August-Event antreten soll. Wird das passieren? Und zusätzlich, wen würdest du gerne im Main Event von dieser besagten Veranstaltung vom SummerSlam sehen, denn ich habe ja meine ja, Traum-Szenarien schon mal so ein bisschen vorgestellt. Diese Woche gab es ja das SummerSlam Dreamcard-Video, wo ich nochmal ja, meine Hauptmatches, auch allgemein eine komplette SummerSlam-Card auf realistischer Basis dargestellt habe, die mir sehr, sehr gefallen würde, sehr, sehr zusagen würde. Styles gegen Orton und Lesnar gegen Joe waren meine Hauptmatches. Lesnar gegen Samoa Joe. Für mich ein absolutes Dreammatch. Chrissy, was willst du denn als Main Event vom SummerSlam sehen? Also zum jetzigen Zeitpunkt finde ich Lesnar gegen Joe relativ unrealistisch, einfach weil Samoa Joe, er wirkt so auf mich wie einer von vielen bei Raw derzeit. Selbst wenn er hier auch in diesem Fatal Five-Way steht, wirkt er nicht so, als wenn er besonders gefeatured wird oder jemand, auf den das Publikum besonders abgeht. Liegt sicherlich nicht nur an ihm, das ist ja diese Raw-Misere, wo alles jetzt nicht so recht zünden mag. Frage ist natürlich, wie lange fällt Braun Strowman tatsächlich aus?
WWE sprach ja mal von 6 Monaten nach dieser Schulteroperation kürzlich. Gehen wir mal davon aus. Und man sprach ja auch eben deutlich bis zu 6 Monate. Gehen wir mal davon aus, dass er schon einige Zeit früher wieder zurückkehren kann. Und ja, ich meine, das stünde ja zumindest noch im Raum, Strowman gegen Lesnar. Wäre so ein richtiges Big-Man-Match, wie man das vielleicht sich wünschen mag. Also einige zumindest. Ich würde mich drüber freuen. Ich fände das interessant. Die Frage ja, ist dann, richtige Catcher sind das. Ja, ganz genau. Die Frage ist dann, wie kommt man denn dahin? Angenommen, es gibt jetzt Reigns gegen Lesnar gegen Rollins jetzt im Juli. Wie kommt man denn dann eben auf Strowman im August? Und wenn er eben nicht wieder fit ist, ja, dann braucht man tatsächlich eine Alternative. Und wenn man sich eben auch noch Reigns aufsparen will, ist es schon schwierig da, den passenden Gegner für Brock Lesnar auszumachen. Also ich fände es gut, wenn man das jetzt noch hinbekommt, Lesnar gegen Strowman im August. Oder aber vielleicht, sonst müsste man auch die Finn Balor-Karte schon ziehen. Aber Samoa Joe glaube ich ganz ehrlich derzeit nicht. Ich möchte deinen Traum nicht zerplatzen lassen, aber kann man sich schlecht vorstellen. Okay, dann muss ich das wohl so hinnehmen. Wisch dir die Tränen aus den Augen. Ja, habe ich gerade. Ich meine, wenn Deutschlands renommiertester Wrestling-Journalist das sagt, dann muss das ja irgendwie stimmen. Aber gut. Damit muss ich wohl. Eine Spekulation. Damit muss ich wohl leben können. Naja, gut. Also, SummerSlam. Das ist das nächste ganz, ganz große Event. Und dann kommt nächstes Jahr natürlich WrestleMania in New Orleans. Der ganz klare Plan. Das sieht man auch aktuell wieder. Roman Reigns, der gewinnt Match nach Match. Der große, ganz große Plan. The bigger picture ist ja tatsächlich dann darauf zu zielen, Roman Reigns noch krasser zu stärken, als man das jetzt eh schon die letzte Zeit getan hat. Man hat ihn ja jetzt bei WrestleMania 33 dieses Jahr, wo du ja auch, Chrissy, live anwesend warst in Orlando, hat man ihn ja gegen den Undertaker gewinnen lassen in dem vermutlich letzten Match. Also auch hier ein ganz, ganz großer Sieg. Nächstes Jahr soll es dann gegen Lesnar gehen. Denkst du, man wird das so durchziehen? Weil Lesnar nicht im TV ist ja wirklich, also es fühlt sich sehr, sehr zäh an. Er fehlt schon krass und dieser Titel fehlt natürlich auch. Ja, absolut. Ich habe jetzt mittlerweile auch so meine Zweifel. So grundsätzlich fand ich das jetzt mal, egal wie man zu Roman Reigns nun steht, eigentlich mal eine spannende Sache zu sagen, wir machen jetzt wirklich mal wieder einen Langzeitplan. Nämlich, wir bauen ein Match über ein Jahr hin auf. Aber natürlich muss man das dann auch gescheit aufbauen und ja irgendwie dann Spannungsbogen reinbringen. Aber jetzt seit WrestleMania bis zum heutigen Tag, diese Lesnar-Situation, dass wir ihn eben derzeit gar nicht sehen und dann eben natürlich auch bis zur nächsten WrestleMania nur sporadisch sehen würden. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren wird, wie man sich das erhofft. Und zäh ist derzeit wirklich das richtige Wort. Plus irgendwie der Rest vom Kader wirkt auch so ein bisschen, als wenn er abgewertet wird. Die kämpfen da rum und der Champion, der sitzt da irgendwo zu Hause und macht sich ein schönes Leben, aber alle warten nur darauf, dass er wiederkommt. Also es ist irgendwie ja eine komische Atmosphäre. Was wäre denn wirklich auch eine Occasion, wo man sagen könnte, okay, ja, hier geben wir den Titel ab. Ein Mann, der den Titel vielleicht halten könnte, wäre vielleicht ein Finn Balor. Der hat den Titel nicht verloren. Der, wenn das wirklich so eine Upset-Victory sein sollte, das würde halt auch wieder ein bisschen mehr Elan und Spannung in die TV-Shows bringen. Ich weiß nicht, man kann natürlich auch darüber nachdenken, Braun Strowman diese Championship umzuschnallen. Aber ich meine, Chrissy, ich weiß, Braun Strowman ist ja auch dein absoluter Lieblingswrestler. Aber ist es nicht auch für ihn ein bisschen zu früh zu sagen, ja, hier hast du mal das Top-Gold der Promotion? Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat der Universal Title überhaupt zu bedeuten? Wäre noch wieder ein ganz anderes Thema. Hat er jetzt auch nicht allzu viel Prestige sammeln können seit der Einführung im letzten Sommer. Grundsätzlich unter normalen Regeln, unter normalen Vorstellungen, was den World Champion des Kaders angeht, stimme ich dir da auch zu. Und ja, wenn man jetzt natürlich Brock Lesnar irgendwo auf dem Weg zur nächsten WrestleMania den Gürtel nochmal abnehmen sollte,
Vielleicht schafft man es dann auch nicht, seine klare Linie da durchzuziehen. Und vielleicht Lesnar gegen Reigns, ob man das sehen will oder nicht, dass das vielleicht schon vorab irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass die Idee dann vorab schon zum Scheitern verurteilt ist. Also ist alles ein bisschen sehr schwierig, wie die WWE sich da jetzt verhält. Und mal sehen, wo wir denn stehen, wenn der SummerSlam gelaufen ist. Hast du jede Woche Spaß bei Raw, auch ohne Universal Championship? Auf der Skala von 1 bis 2 ist Raw ja derzeit eine klare 1. Und ich glaube, weiß nicht, ob da jetzt ein Universal Champion mit runter wäre oder nicht. Ich glaube, das wird das jetzt auch nicht unbedingt verbessern. Pass auf, Christian. Raw hatte diese Woche die niedrigsten Quoten im gesamten bisherigen 2017 und allgemein die zweitniedrigsten Quoten der Geschichte der WWE. Obwohl man diese Woche keine NBA-Konkurrenz und allgemein nur NHL als Konkurrenz hat, was jetzt aber auch kein krasser Konkurrent ist, man hatte also eigentlich sonst niemanden mehr neben sich, schaffte man es nicht, den Abwärtstrend zu stoppen. Raw hatte ein Rating von 2,613 Millionen Zuschauern, beziehungsweise, ja, das war die Zuschauerzahl an sich. Die dritte Stunde fiel nochmal enorm ab und wurde von circa 200.000 Leuten weniger gesehen als die beiden Stunden zuvor. Und die dritte Stunde ist ja die Stunde, in der dann wirklich zwei große Matches, unter anderem Roman Reigns gegen Seth Rollins stattfanden. Und wenn, also wenn das keine Zuschauer, ich weiß nicht, es ist schon langsam sehr beängstigend. Ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ja, hier, oh, und die Ratings gehen zurück und jeder redet darüber, komm, jetzt ist doch nicht interessant und lass mich in Ruhe mit dem Quatsch, aber langsam, wollen wir mal sagen, es geht jetzt schon in Dimensionen, in denen es nicht mehr lustig ist. Wir haben auch letzte Woche schon drüber geredet, aber jetzt ist es halt nochmal genau das, diese Woche, die zweitniedrigsten Quoten der Geschichte. Ja, also am Montag war in den USA ja auch Feiertag, Memorial Day. Das wird man sich da vielleicht als Ausrede dann parat legen, weil irgendeine Ausrede gibt es ja immer. Wenn man das vergleicht auch mit dem Jahr zuvor, waren es aber auch, ich glaube, es waren circa 600.000 Zuschauer weniger auf 20%. die gesamte Sendung bezogen. Und tatsächlich, wenn man den aktuellen Kader ansieht, wenn man Lesnar auch außen vor lässt, da er ja eh nur ab und an vorbeischaut, ist ja eigentlich Rollins gegen Reigns so ziemlich das größte Match, was man auffahren kann. Und man hat das auch noch im Vorfeld beworben. Ist ja nicht so, als wenn das erst am Anfang der Sendung da verkündet wurde, sondern das wussten wir auch schon in den Tagen zuvor. Und das schließt einfach mal daraus, dass es eigentlich gar kein Match gibt derzeit, wenn man irgendwelche Konstellationen zusammenwürfelt, was hier noch ja, die Menschen dazu bewegt, einzuschalten oder dran zu bleiben. Und so insgesamt ist das halt, ja, weiß ich nicht, das Raw-Produkt einfach als Gesamtes, was dazu geführt hat, dass das Interesse jetzt auch seit WrestleMania nochmal stark rückläufig war. Wie gesagt, es gibt ja immer Ausreden, die man finden kann. Und es ist auch schwierig, diese Einschaltquoten, die Zuschauerzahlen mit denen von vor 20 Jahren zu vergleichen oder selbst von vor 5 Jahren, dass sich ja Medienkonsum auch verändert. Ich finde aber auch schon noch legitim, wenn man selbst schaut, was vor einem Jahr war. Und wie gesagt, da waren es ja auch 600.000 Zuschauer mehr. Und vor einem Jahr lagen die Raw-Zuschauerzahlen, das sind ja immer die Zahlen, die wir uns anschauen, die Overnight-Ratings, also die, die am nächsten Tag veröffentlicht werden, ohne irgendwelche hinzugekommenen Zahlen über, ja, wenn man sich das aufnimmt, DVR-Ratings, die dann auch noch teilweise Jetzt dazugerechnet wird's werden. ganz, ganz krass hier. Ja, das lassen wir mal auch außen vor, weil das ist ja eigentlich schon ein guter Vergleichswert, wenn man die Zuschauerzahlen hernimmt von den Leuten, die tatsächlich an dem Abend live zugesehen haben. Und das waren vor einem Jahr immer noch deutlich über 3 Millionen oder so im 3,2, 3,3 Millionen Bereich. Und in diesem Mai, muss man ja sagen, waren wir in jeder Woche, jetzt wo der Mai abgeschlossen ist, in jeder Woche weit von diesen 3 Millionen entfernt. So, und das sind natürlich schon, ja, eindeutige Indizien dafür, dass das Interesse an diesem Produkt leider gesunken ist. Nicht nur das Interesse am Raw-Produkt, sondern auch allgemein an 205 Live und der ganzen Cruiserweight Division scheint wohl nicht mehr zu steigen. Wir hatten jetzt vielleicht Anfang des Jahres noch Hoffnung in die Cruiserweight Division gesetzt. Mittlerweile kann man wirklich sagen, langsam
fehlt sämtliche Luft und es gibt bei 205 Live auch wirklich nur noch ganz, ganz wenige Leute, die das auf dem WWE Network verfolgen. Es gehört auch schon lange nicht mehr zu den Top 20 der meistgesehenen Network-Shows. Jetzt ist natürlich die Spekulation auch da im Zuge des Einführen einer UK-Show, die wöchentlich sein soll, ob nicht einfach die UK-Show, die 205 Live-Show, ersetzt. Kommen die Cruiserweights also ganz ohne Outside-Dive zum endgültigen Absturz? Bevor 205 gestartet ist, als wir das gehört haben, na, das wird nach SmackDown aufgezeichnet, jede Woche, da haben sich ja schon einige gedacht, na, was wird denn da für eine Atmosphäre auch herrschen in den Arenen? Die Leute haben dann eigentlich schon die Topstars alle gesehen, nämlich die Stars aus dem SmackDown-Kader. Und wie würde denn da die Atmosphäre sein? Und ja, es ist ganz genauso gekommen, nämlich, dass da eigentlich eher meistens tote Hose herrscht. Manche Leute gehen auch schon nach Hause. Klar, das ist Dienstagabend. 22 Uhr, Leute, die vielleicht mit ihren Kindern da sind, die denken sich, komm, wir haben jetzt auch schon genug Wrestling gesehen, wir haben SmackDown gesehen, wir verabschieden uns jetzt. Und davon mal abgesehen, dieser 205-Kader ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt riesengroß und so nach einem halben Jahr kommt es einem ja auch schon vor, als hätte man da auch fast jegliche Konstellation gesehen, beziehungsweise manche Geschichten werden da ja auch doch deutlich in die Länge gezogen. Aries und Neville. Neville natürlich, die Haben jetzt schon vor schon. WrestleMania gefehdet, Christian, und die fehlen Ja. immer noch. Haben jetzt bei Extreme Rules heute Nacht ein Match. Genau, und das ist halt auch das, was dann passiert, dass eben solche Geschichten langgezogen werden. Wobei die beiden, muss man ja auch sagen, die schlagen sich ja noch relativ gut. Und ich glaube, Neville, dem hat das sogar er geholfen, der ist einer der wenigen, die von 205 profitiert haben, weil ohne die Show wäre wahrscheinlich auch unter sehr ferner liefen verblieben bei Raw. Aber so grundsätzlich ja, 205, wir haben von Anfang an gedacht, na, ob das großartig zünden wird. Und die Antwort ist natürlich jetzt, das wissen wir jetzt schon seit einigen Monaten, nee, es ist einfach eine Show, die da läuft. Nur wenige verfolgen es wirklich intensiv und selbst so die Hardcore Fanbasis im Internet, die ist ja auch gar nicht so darin involviert. Oder ich habe zumindest nicht den Eindruck, als wenn dem so wäre. Also ja, es ist schon schwierig. Man muss aber auch sagen, es ist einfach eine Sendung, die relativ kostengünstig produziert werden kann, weil man hat ja noch Kapazitäten dienstags. Man macht einfach eine dritte Stunde nach SmackDown. Aber im Endeffekt weiß ich auch nicht, wem damit geholfen ist. Ist es einfach, dass man sagen kann, ja, wir haben aber noch mehr Content hier auf dem WWE Network, aber ansonsten weiß ich nicht genau, was die Bewandtnis sein soll von 205 Live. Denkst du denn, die UK-Show wird dann mehr geguckt? Weil es ist nun mal auch einfach eine Show, die eine Stunde wahrscheinlich lang sein wird. Also eine Zusatzstunde neben Raw und SmackDown, aber eben mit anderen Leuten. Pete Dunne wird da sein, wahrscheinlich Tyler Bate und die ganzen britischen Jungs. Und die bisherigen gesendeten UK-Specials, die liefen auch alle relativ gut zuschauertechnisch. Aber wenn das jetzt eine wöchentliche Show wird. Also ganz ehrlich, da kann man sich doch nicht erwarten, dass das mehr eingeschaltet wird als 205 Live selbst. Also würde ich jetzt sagen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass UK dort 205 ersetzt, weil eben, also wir gehen ja mal davon aus, dass die UK-Show auch in England aufgezeichnet werden würde. Ein Vorgeschmack war ja jetzt vor einigen Tagen die Geschichte, die wir hatten, die da lief mit ja, die Sendung am Abend vor dem Takeover Chicago. Genau. Weil was würde, also eine UK-Show macht ja nur aus England Sinn, alles andere weiß ich nicht, wenn die UK-Wrestler dann in Amerika auftreten. Und man hat ja einfach die Kapazität, gerade erwähnte, frei, dass man eben auch noch ein bisschen was aufzeichnen kann, dienstags da bei SmackDown. Also ich glaube nicht, dass das eine das andere jetzt zwingend ersetzt. Wenn natürlich jetzt noch die UK-Show tatsächlich hinzukäme, hätten wir noch mehr Content auf dem WWE Network. Und der durchschnittliche WWE-Fan kann ja bisher eh schon kaum mehr alles sich angucken und alles verfolgen. Das wäre quasi noch eine weitere Hürde, die man zu nehmen hätte. Und so gefühlt würde ich mal eher davon ausgehen, eine wöchentliche UK-Show, die speziell natürlich auch ein britisches Publikum ansprechen soll oder zumindest die stark Wrestling-interessierten Menschen da draußen. Ja, also jetzt mal als Tipp würde ich doch vermuten, dass es ungefähr so liefe,
zuschauerinteressemäßig wie 205 oder sogar noch ein bisschen darunter landen würde. Oder wie siehst du das? Würde ich nämlich auch sagen. Also diese UK-Jungs haben nämlich dann trotzdem nicht den Vorteil, dass sie bei Raw eingebunden sind und dass die Leute quasi gezwungen sind, wenn sie Raw gucken, auch mit denen konfrontiert zu werden, ne? Also die sind halt dann komplett ein neues Ding und das ist halt dann, das ist ein bisschen schwierig, aber warten wir da mal ab, ob es das dann auch letzten Endes ersetzt. Das ist natürlich auch eine Frage, kann man eigentlich jetzt noch gar nicht beantworten, aber einfach mal abwarten, Christian. Aber ja, ich habe da noch einen Gedanken zu, weil Oha, oha. was ich machen würde, die 205, also UK Wrestler einfach hier und da auch in NXT einsetzen in dem Format und was ansonsten UK angeht, besser vielleicht alle 2 Monate oder jedes Vierteljahr, weiß ich nicht, was da besser ist vom Rhythmus, aber dann in der Live-Specials oder kurz nach Aufzeichnung ausgestrahlte Specials im Network bringen. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen hypt und wenn man das nicht jede Woche hat, würde, glaube ich, deutlich besser funktionieren als ein wöchentliches Format. Definitiv, wenn sie die live bringen, ist das auch schön für uns Deutsche zu gucken. Das ist ja dann immer wunderbar. Von der Zeit her, 21 Uhr abends, kann man sich das schön am Sonntagabend gönnen. So, zudem, diese Woche passiert Lucha Underground kam zurück, Season 3. Gab es zu sehen die Episode 20, also das Mid-Season Premiere quasi, diese Episode. Man hat jetzt eine Pause eingelegt in Staffel 3 und geht jetzt hier weiter. Ich habe die Episode geguckt, werde hier natürlich keine Spoiler reinbringen, aber das war schon wieder in meinen persönlichen Augen sehr, sehr sehenswert. Wir werden aber vorerst die Lucha Underground Folgen jetzt nicht reviewen. Ich habe mir auch einfach gedacht, das ist ein bisschen konfus für die Leute, die jetzt bei Tele5 dabei sind, immer Montagabends bei der Ausstrahlung, dass die dann aus Season 3 hier Reviews sehen. Ich denke, das passt nicht und ich denke, das kann man auch nachvollziehen, wenn die vorerst hier nicht ausgestrahlt werden. Vor allem, wenn ich hier mit Tele5 zusammenarbeite und eigentlich möchte, dass jeder da bei der Ausstrahlung von Tele5 selbst reinschaut. Ihr könnt da gerne also auch immer Montagabends mal auf diesen Sender wechseln und da dann das Lucha-Produkt genießen. Es lohnt sich und die Folge, die diese Woche kam, die war schon wieder grandios. Ich kann nur sagen, was da passiert ist, das ist perfektes Writing und so schreibt man Heels. Aber mehr auch nicht dazu, Christian. Du hast ja schon nach Staffel 1 aufgehört, Lucha zu gucken. Aber Staffel 1 hat dir gefallen immerhin. Absolut. Und das Ding war ja auch bei Staffel 1, wenn wir da mal kurz bleiben, weil viele werden das jetzt über Tele5 sehen. Das hat ja so ein bisschen, das ist nicht ganz von Anfang an direkt aus dem Quark gekommen. Da musste man vielleicht so die ersten 4, 5, 6 Folgen, wenn man die gesehen hatte, danach wurde es ja erst richtig gut. Also wir sind jetzt quasi in diesem Zeitfenster, weil ich glaube, jetzt liefen ja schon 8 Folgen auf Tele5 und jetzt wird da nochmal ein Gang hochgeschaltet. Tatsächlich, also wenn, dann jetzt rein starten und ich war tatsächlich, also ich bin ja mittlerweile wirklich, man muss eigentlich sagen, Lucha Underground Fanboy und meine Meinung kann mir ja eh nichts geben, weil die ist so subjektiv, aber letzten Endes muss man sich das ja mal angucken hier. Also ohne Witz, ich war ja am Anfang richtig skeptisch und dachte mir, hä, was ist das denn hier? Und dann fliegen alle durch die Gegend und haben Masken auf. Und okay, das habe ich mir nicht gedacht, aber im Endeffekt wurde das dann erst so ab Folge 10, dass ich gesagt habe, Alter, das ist ja so heftig, das ist ja so gut. Also, schaut da mal rein, es lohnt sich, Chrissy. Ich bin jetzt durch mit sämtlichen Wrestling-Themen und wir haben auch schon eine halbe Stunde voll. Also, optimal. Es sei denn, du willst jetzt noch irgendwas zum Abi fragen. Dann kannst du das natürlich gerne machen. Ja, da muss ich natürlich jetzt noch mal kurz nachbohren, denn du hast ja gesagt, Mathe nur ein Punkt. Das war eine schriftliche Matheprüfung, ne? Das war eine schriftliche Matheprüfung, ja. Was hast du denn da gemacht? Wie lange ging die? Die Und ging was wohl hast du, ja. von 9 bis 13 Uhr ging die. Okay, du hast also 4 Stunden da gesessen und da kann man ja mal ganz klar sagen, du hattest von nichts eine Ahnung. Ich hatte von wenig eine Ahnung. Ja, Junge, wenn du einen Punkt hast, dann sind wir ja schon fast bei nichts. Ein Punkt Also ist du kennst die tatsächlich, das Zahlen sind. von, also du weißt, wie man alle Zahlen schreibt. 0, 1, Junge, 2, jetzt lass 3. mich, du Mobber! Wieso bist du immer so fies?
Das sind 20% aller Bewertungseinheiten, diese fünf, dieser eine Punkt. Okay, 20%! okay. 20% von 120 Punkten, das kannst du jetzt mal ausrechnen, weil ich mach das ganz sicher nicht. Ich habe mit meinem Leben schon komplett mit Mathe abgeschlossen. Ja gut, also jetzt kannst du ja drüber lachen, weil du hast ja durch die anderen Punkte dein Abitur bestanden. Wenn das dem nicht der Fall wäre, würde ich dich natürlich jetzt nicht damit aufziehen. Aber ein Punkt ist schon eine Meisterleistung. So, dann hast du Englisch Junge. gehabt, da hast du richtig gut abgeschlossen. Englisch habe ich wohl mit der Bestleistung abgeschlossen. Das war eine mündliche Prüfung. Ich habe 15 bekommen dafür. 15 Nice. Punkte von 15 Punkten. Dann gab es Deutsch. Also mit der englischen Rechtschreibung klappt es aber nicht so. Aber es war immerhin eine mündliche so. Deutsch habe ich ehrlich gesagt, war ich richtig enttäuscht. Weil Deutsch bin ich wirklich auch so eigentlich immer im Einserbereich gelandet. Aber ich hatte jetzt hier nur in Anführungszeichen eine 2 und muss da nochmal nachbohren, woran es da genau gelegen hat, dass ich. Was war denn da das Thema? Das war aber lustig. Pass auf. Wenn du bist ja wirklich professioneller Journalist. Wenn dir jemand So sagt, ähnlich. schreib mal einen Kommentar über die Notwendigkeit eines literarischen Kanons. Du würdest ihm doch mit Metten den Vogel zeigen, oder? Da wüsste ich erstmal gar nicht, was ich da schreiben soll. Literarischer Kanon, und das war unser Thema, vielleicht lag es auch etwas am Thema, dass ich da wohl ein bisschen vorbei geschanzt bin, aber ich meine, eine 2 lässt sich auch noch sehen. Ist nicht deine Schuld, ist ein scheiß Thema. Danke, Chrissy! Deswegen Bitte. hast du mich ja auch noch verpflichtet bei PW, sonst hättest du mich schon rausgeschmissen. Und dann hast du auch noch Kunst gemacht, richtig? Kunst, ja, lief Das ist ja auch super. Satire. Das ist das echt. 14 von 15 Punkte in Kunst. Habe ich richtig delivered. Und abschließend, das ist ja das absolute Highlight, geht auch nur in Bayern. Der bibelfeste Jonathan hat da 3 Stunden lang gebetet in Religion und dafür gab es auch eine Note. Ja, und Rally war ich wirklich richtig, richtig scheiße. Ich weiß nicht, ich hab wohl ein bisschen das geschrieben, was der Lehrer nicht sehen wollte. In Rally habe ich tatsächlich nur 4 Punkte erreicht. 4 Punkte. Junge! Ja, 4. Das ist dann Das ist eine 4 minus. 4-, also das ist ja auch eine Minderleistung, Das ist eine richtige richtig? Scheißleistung. Rally ist aber, was ist denn Religion? Lass Ja, was hast mich. du denn geschrieben, dass es Jesus gar nicht gab? Wie hast du den denn so auf die Palme gebracht, dass das alles nur ein Märchen ist, hast du dem gesagt, ne? Nein, habe ich nicht gesagt. Nein, ich war wohl einfach, war keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag, weil ich vorher mit dir telefoniert habe. Junge, was war denn da das Thema? Da gab es so viele Themen. Was ist Wahrheit? Und sowas, da musst du mal rumphilosophieren. Ganz, ganz grauenhafte Sachen. Also, Ja, aber ich wie hab's gesagt, geschafft. dann geht es ja auch in so eine philosophische Ecke, aber was hat das denn mit Religion zu tun? Ich weiß es nicht. Christian, frag mich nicht. Ich will auch gar nicht über Religion le re re reden. Irrelevant. Ich muss jetzt aber noch kurz zusammenfassen. In Englisch hast du richtig abgeräumt, in Deutsch warst du ganz gut, in Mathe hast du komplett verschissen, in der Religion nahezu auch, und das fünfte war dann ja. Kunst. Da habe ich auch delivered. Ah, da hast du delivered. So, du Hatte hast ich auch also eine 1. dreimal delivered und zweimal verschissen. Genauso kann man es eigentlich sagen. Und das reicht dann fürs Abitur. Das reicht. Also, Leute, Entwarnung, wenn sich irgendjemand Stress macht wegen Abitur. Selbst ich hab's geschafft. Also, easy going. Ja, ich habe ja irgendwie den Eindruck gehabt, jetzt in den vergangenen Wochen, wo ich mit dir sprach oder Kontakt hatte, so richtig nervös gemacht hatte ich das ja alles nicht. Nee, überhaupt nicht. Und ich habe auch fast gar nichts dafür gelernt, einfach. Weil ich mir, also in Mathe ohne Witz, ich hätte so viele verschiedene Aufgaben durchrechnen können in Mathe. Es hätte mir nicht weitergeholfen, weil es war einfach, bei mir hat alles gefehlt. Auch Grundlagen und sowas. Von daher, Mathe habe ich sowieso schon abgeschlossen gehabt. Dann Rallye, was willst du auf Religion lernen? Kunst und Englisch habe ich so weit gelernt, dass ich voll delivern konnte. Easy going. Also, ja, ich habe es wohl irgendwie geschafft. Ich meine, ich habe hier auch, es gibt ja Leute, die YouTube machen und während ihrer Abi-Zeit dann hier eine Pause einlegen. Ne? Ist hier nicht vorgekommen. Ist nicht passiert, weil ich mir, also ich hatte schon mehr zu tun als sonst, aber
Ich habe mir immer gedacht, easy. Und für die Subscribers haust du immer noch einen Podcast raus. Und jetzt sitze ich hier mit dir. Hätte mal schön vielleicht statt Religion was Gescheites gemacht, wie, weiß ich, Erdkunde oder so, wo man was im Leben noch von hat. Mein Erdkundelehrer hasst mich, seitdem ich ihm immer erkläre, warum ich nicht in der Schule bin. Also die richtige Story, dass dann mal ein Flieger verspätet kommt und der glaubt mir das immer nicht. Oh Gott, da denkst du, mein Gott, der verwöhnte Bengel. Das denkt er sich wirklich. Chrissy, vielen Dank, dass du diese Woche bei 7 Days dabei warst. Ich Hast du habe noch noch eine irgendwelche... Frage. Oha. Was war denn der Abi-Streich? Der kommt noch. Der kommt noch und ich bin der Kommentator tatsächlich. Ich werde Schlamm catchen zwischen den Schülern und den Lehrern kommentieren. Und die Lehrer machen damit. Die Lehrer machen mit. Die sind auch Also keine klasse. Respektspersonen mehr heutzutage. Das ist nicht mehr Nee. so wie bei dir, wo alles in Ordnung war im Schulleben. Die Dinge haben sich geändert. Man kann jetzt Ja, ein ich merke. Religion-Abitur machen. Ich merke das schon. Also Leute, eure Aufgabe heute, unter diesem Video Jonathan zu seinem bestandenen Abitur Danke, gratulieren. Leute, danke. Und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen, außer dass ihr mir auf Twitter folgen könnt, @HerrBruns. Herr Bruns. Ist auch eine cute Maus, der Herr Bruns, also folgt da mal auf jeden Fall. Wir verabschieden uns jetzt und sagen viel Spaß. Viel Spaß vor allem heute Nacht bei Extreme Rules oder was auch immer ihr heute Nacht macht. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Komm, Christian, hau noch ein alles erdenklich gut raus. Alles erdenklich gut.